Hallo zusammen, heute ist der 29.04. und es wird echt mal wieder Zeit für ein News-Update. Es ist ja doch schon einiges passiert in der Zwischenzeit, aber ich hatte einfach nicht die Zeit und Muße, ein News-Update zu machen. Also, es gibt ein Let's Play von Grimrock. Hahaha. ja, das war ja auch schon angekündigt. Ich habe es inzwischen auch schon abgeschlossen, nach 2 Wochen mit tierisch vielen Folgen am Tag, obwohl ich zwischendurch krank war und ja, es war recht anstrengend, aber es hat sich tierisch gelohnt. Also zum einen sind jetzt die ersten Folgen schon bei 4000 Views, was tierisch viel ist. Also mein Baldur's Gate, die allererste Folge, hat jetzt nach einem halben Jahr 3000. Und bei Grimrock hat die erste Folge nach 1,5 Wochen schon so viel. Also es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Dazu sind jetzt nochmal eben 100 bis 150 neue Abonnenten gekommen, was auch ganz schick ist. Dadurch haben wir die 500er Grenze geknackt und sind jetzt kurz vor der 600er Grenze. Das läuft echt super. Ich hoffe einfach mal, dass die Leute, die Grimrock geguckt haben, auch noch schön fleißig hier meine anderen Projekte gucken. Sonst wäre das ein bisschen schade gewesen. Aber so oder so, Grimrock ist durch. Anvil of Dawn ist auch durch. Das seht ihr zwar jetzt noch nicht, aber ich habe die letzten Folgen schon abgedreht, bin noch am Rendern und Hochladen. Das wäre also auch durch. Das heißt, an Hauptprojekten haben wir jetzt eigentlich nur noch Gothic und Planescape Torment. Wobei ich Planescape Torment richtig habe schleifen lassen, was schon ein bisschen ärgerlich ist, zumal ich alle Nase lang von meiner Mom angerufen werde mit den Worten, ich will eine neue Folge mit Morte sehen. Ja, aber ich habe da momentan halt nicht so wirklich Lust drauf, mir ist eher nach Dungeon Crawlern. Deswegen werde ich auch Dungeon Master vom Nebenprojekt zum Hauptprojekt aufstufen und da richtig schön viele Projekte, Folgen produzieren. Also ist jetzt Hauptprojekt Dungeon Master, auch das primäre Hauptprojekt, dann halt noch Gothic, Planescape Torment als Nebenprojekt und dann noch ein anderes Nebenprojekt und zwar wieder Grimrock. Und zwar als 100% Run im Torum-Modus auf Hard. Und es ist nur ein Nebenprojekt, weil ich das immer so machen will, ich bringe eine Folge davon raus. Dann warte ich 2-3 Tage, bis die Kommentare eintrudeln, was ich denn bisher alles vergessen habe an Secrets und Gegenständen und so weiter. Und dann in der nächsten Folge hole ich das auf. Dann mache ich noch ein bisschen Neues weiter, dann mache ich wieder Stopp, warte 3 Tage auf Kommentare, hole dann wieder die Secrets nach und so weiter. Das heißt, das soll wirklich nur ein Nebenprojekt bleiben. Ja, das war's dann auch soweit. Und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Bye, bye.